Also wer mich kennt, weiß es ja, dass ich ziemlich lange zündschnaufe. Aber jetzt reicht's. Ihr vom Playmobil, ihr gewissenlosen Arschlöcher. Es darf ja wohl nicht wahr sein. Ihr indoktriniert da die kleinen Kinder, nur damit sie irgendwelche schwindligen Drecksmasken verkauft. Nur wegen ein paar Euro Umsatz geht bei euch sämtlicher Anstand verloren. Ja, sag einmal, geht's eigentlich noch? Seid ihr noch ganz bei Trost? Ja, ihr kehrt ja am nächsten Baum aufknüpft. Kann es wirklich sein, dass es irgendeinen Betrag auf dieser Welt gibt, der rechtfertigt, dass man so mit Kindern umgeht? Kann es wirklich sein, dass irgendjemand diesen Schwachsinn noch für gut finden kann? Boykottiert diese Scheißfirma, ganz ehrlich. Ihr seid alle nicht ganz bei Trost, wenn's euch sowas gefallen lasst. Ich werde diese Videos nicht verlinken, nicht, dass die noch Aufrufe kriegen. Aber ich zeige euch jetzt ein Video, das zeigt euch, wie sie den Kindern die Masken schmackhaft machen. Und danach kommt noch ein Ausschnitt davon, wie sie ihre Masken dann verkaufen wollen und anpreisen. Ich kann so kotzen. Hallo Kinder! Wow, schaut mal! Alle halten Abstand und tragen coole Nase-Mund-Masken. Nase-Mund-Masken? Ja, das sind Masken, die sowohl die Nase als auch den Mund abdecken. Solche Masken können dabei helfen, dass sich das Coronavirus nicht mehr so leicht ausbreitet. Warum? Es ist so, immer wenn wir atmen, reden, niesen oder husten, kann es sein, dass kleine Tröpfchen aus unserem Mund oder unserer Nase nach draußen geschleudert werden. In diesen Tröpfchen könnte sich auch das Coronavirus verstecken. Eine Maske, die aber Nase und Mund abdeckt, verhindert, dass diese kleinen Tröpfchen wild durch die Luft fliegen können. Müssen wir jetzt alle immer eine Maske tragen? Nein, wir müssen nicht ständig eine Maske tragen. Aber wenn wir zum Einkaufen gehen, wenn wir mit dem Bus oder der Bahn fahren, dann schon. So machen wir es dem Coronavirus richtig schwer, sich zu verbreiten. Und das ist super. Deshalb ist es schon in vielen Ländern Pflicht, eine solche Maske in der Öffentlichkeit zu tragen. Woher bekommt man so eine Maske? Man kann eine fertige Maske kaufen. Oder man macht sich selber eine Maske. Oh, toll, Mama. Aber auch wenn alle Menschen eine Maske tragen, ist es weiterhin wichtig, dass wir Abstand zu anderen Menschen halten. Wir dürfen uns keine Hände zur Begrüßung geben. Nein, nein, nein. Und müssen öfter am Tag immer gründlich und lange die Hände mit Seife waschen. Das ist ganz besonders wichtig. Wenn wir das alles berücksichtigen, dann hat das Coronavirus keine Chance. Wir tragen eine Nase-Mund-Maske. Wir passen alle auf. So eine Indoktrinierung von einem Kinderspielzeughersteller. Das ist ja wirklich nicht mehr wahr, was ihr macht, um ein paar Euro zu verdienen. Ja, schämt euch in Grund und Boden.